Was geht ab, meine Fighter, unter dir und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 45. 45 Episoden haben wir bereits. Natürlich vielen Dank an euren Support an der Stelle für die ganzen Einsendungen, die ihr jede Woche natürlich einsendet. Der Link dazu ist in der Beschreibung, wie ihr dran teilnehmen könnt, Freunde. Lange Rede, kurz Sinn, würde ich sagen, wir fangen auch schon direkt an. By the way, habt ihr wahrscheinlich gemerkt in den letzten Videos, mein neues Lieblingswort oder Lieblingsspruch ist momentan lange Rede, kurzer Sinn. Ich benutze das gefühlt viel zu oft. Naja, muss ja immer ein bisschen bremsen. Aber das erste Team an der Stelle ist hier von unserem Boy Crisis, Hashtag Team Osoru. Hey Osoru Senpai, kannst du mir vielleicht ein paar Tipps und Verbesserungsvorschläge für mein Protara-Team geben und wollte eigentlich noch den Super Vidito Awaken, aber das Event ist gefühlt nie online. PS, mach weiter so. Oh, wow. Lieben Dank für die Einsendung an der Stelle. Dann gucken wir uns mal Moment das Team an. Und zwar sieht das Team folgendermaßen aus. Ganz kurz zu einem Super Vidito. Super Viditos Dokken Event ist online. Wann? Nämlich, ich sag's euch gleich, wie man drauf kommt. Super Vidito selbst ist ein Argel-Typus. Das merken wir uns schon mal. Aber auch, das ist ja Stage 2 von seinem Dokken Event, Kämpfe gegen den Argel Super Vidito. Aber auf Stage 3 kämpft er gegen physisch Super Vidito, da kam er die Stage 3 hinzu. Heißt, sein Dokument deckt zwei Typen ab, um es sozusagen, nämlich AGL Super Vidito und physisch Super Vidito. Und dies wiederum heißt, das Dokument ist am Montag, jeden Montag online, denn Montag ist AGL-Tag, da sind alle AGL-Events online. Das ist die Routine so quasi. Und Freitag, da sind alle physisch Events online. Und zusätzlich, weil ein Hero-Type ist, Super-Type ist, am Sonntag noch, Freunde. Wenn ihr kurz wissen wollt, wie die ganze Routine ist, Montag AGL, Dienstag Tag, Mittwoch Int, Donnerstag Strength, Freitag Physisch, Samstag Villain, also Extreme-Types und Sonntag Super-Types. Um es so kurz zusammenzufassen, wegen den Events. Wegen den Dokkan-Events an der Stelle. Alright, aber auch wegen den Orb-Stages etc. unter der Woche, ne? Okay, aber hier haben wir ein Protara-Team an der Stelle, ist noch nicht awaked. Wir haben Kefla als Leaderin, alle Charaktere gehören dem der Kategorie an, dem Leader-Skill an, 6 von 10 Punkte. Alle sind nicht Max, wenn nicht Max awaked, also bleibt es erstmal von den 6 von 10 Punkten. Aber hier erstmal an dich, die Aufforderung bzw. Tipp von mir natürlich, Tipp, um es besser zu sagen. Nimm dein Super Vidito, dein LR Super Vidito als Leader, denn er gibt dir auch Protara-Charakteren Boost, Key plus 3 auf HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130% oder Int-Charakteren gibt auch einen Boost, Key plus 3 90% auf alles. Da hast du auf jeden Fall mehr Freiheit, denn unser Boy hat uns nur seine Protara-Charaktere gesendet. Hättest du Super Vidito als Leader genommen, könntest du noch zur Not Int-Charaktere mit ins Ziel nehmen. Jetzt haben wir aber an der Stelle nur deine Protara-Charaktere und aus deinen Charakteren, aus deinem Charakterpool, aus deinen Protara-Charakteren mit Kefla als Leader hast du die richtigen gewählt, sage ich mal. Da hast du schon auf jeden Fall das Richtige gemacht, so ist nicht. Aber ich würde hier dennoch dir nicht den extra Punkt geben, weil ich der Meinung bin, dass du auf jeden Fall Super Vidito als Leader nehmen sollst. Dann hast du eben noch einen zweiten Leader-Skill, weil dann könntest du noch in Charaktere mit reinnehmen. Nennenswert wäre zum Beispiel Super Greater oder Uigoku, beispielsweise gibt es sicherlich viele, aber worum es mir geht ist, dann wenn du Super Vidito als Leader hast, kannst du Super Vidito in einer Rotation lassen mit deinem AGL Super Vidito und Kefla mit Vegito. Vegito ist bei dir noch nicht auf den LR Status, aber selbst dann teilt er mit Kefla 3 Linkskills, Power Best auch bei Gott, Shattering Limit Key plus 2 und Fuse Fighter, Key plus 4, genau, das sollte das eigentlich sein. Fuse Fighter, Shattering Limit und Power Best auch bei Gott. Wenn er zu LA Vegito Blue wird, bekommt er noch Super Saiyan hinzu, also da hältst du dich auf jeden Fall ran. Aber wie gesagt, Kefla, Vegito hältst du in einer Rotation, jetzt dann TOR Vegito, Strength Vegito und Super Vegito mit AGL Super Vegito. LR Super Vegito mit AGL Super Vegito. Ich merke schon, Botara, das sind einfach nur die gleichen Charaktere. Botara, keiner weiß. Nur Vegitos, Goku Blacks, immer das gleiche. Aber LR Vegito mit AGL Super Vegito in einer Rotation. Und LR Vegito Blue nenne ich es einfach mal jetzt mit Kefla dann. Und ja, jetzt hast du quasi in dem Team Goku Black und Zamasu. Die beiden kannst du auf jeden Fall nutzen. Die werden aber rein und raus rotiert. Das würde ich auch so lassen aus deiner Charakterliste. Aber wie gesagt, jetzt kommt es drauf an, wie deine Int-Charakterliste aussieht. Gehst mal rüber und schaust deine Int-Charakter an, ob du da vielleicht nicht ob du für Goku Black und Insamasu nicht jemand austauschen könntest. Zum Beispiel Super Greater wäre nice durch deine Linkskills oder Ui Goku beispielsweise, ne? Da musst du einfach mal deine Int-Charakter ansehen. Goku Black und Zamasu sind nicht schlecht, aber sie sind da halt dann die Rotationscharaktere und wenn die in die Rotation kommen, dann bringen die mehr oder weniger kaum was. Nur durch die Linkskills und das ist individuell. Also Zamasu ist gut tanky, Goku Black kann gut Schaden machen, aber das war's dann auch schon, ne? Schaust lieber mal auf deine Int-Charaktere, wie gesagt. Und dann pickst du da mal die Charaktere raus, die da passen könnten in das Team.
Alright, dann machen wir weiter. Das zweite Team ist hier an der Stelle von Mischi. Mischi, lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osulu. Was könnte ich bei meinem Team ändern? Dann gucken wir uns das Team an der Stelle an. By the way. Ja, Mischi, kurze Sache. Und zwar wegen den Nachrichten, Freunde. Bei Michi war das jetzt so, der hat mir die Nachricht gesendet. Da war ein Hashtag Team Osulu. Seine Anfrage quasi, ja, seine Frage, sage ich mal, oder was quasi, was ich berücksichtigen sollte. Oder seine Nachricht einfach. Und dann das Team. Ich hatte keine Charakterliste, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob du mir davor eine Charakterliste gesendet hast oder nicht. Die Sache ist nämlich folgende, worauf will ich hinaus? Ihr könnt mir ja jeden Freitag ein Team senden mit dem Hashtag Team Osulu. Hashtag Team Osulu ist an der Stelle wichtig, weil dann kann ich das filtern quasi. Und dann sendet ihm euer Team, das hat unser Boy gemacht, Screenshot, wie euer Team aussieht, euer Anliegen, eure Nachricht, whatever. Und eure Charakterliste, die auf dieses Team basiert. Ich habe jetzt keine Charakterliste und eben darauf will ich hinaus. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Boy Michi, ob mir schon die Wochen davor eine Charakterliste gesendet hat oder nicht. Also ich habe da jetzt nicht hochgescrollt. Aber wann scroll ich hoch? Folgendermaßen, Freunde. Oder wann gucke ich nach? Wann habe ich ein Anzeichen, wo ich nachschauen kann? Okay, also ey, guck mal bitte meine Charakterliste an. Nämlich, Freunde, wenn sich am Team und an der Charakterliste nichts geändert hat von der Anfrage, die ihr mir letztes Mal geschickt habt. Das heißt zum Beispiel, wenn eure Anfrage diese Woche nicht ankam, eure Anfrage, Hashtag Team Osulu, eure Nachricht, euer Team, eure Charakterliste, aber es an eurer Anfrage hat sich nichts geändert, selbes Team, selber Charakter, dann sendet mir bitte nächste Woche nur eine Nachricht mit Hashtag Team Osulu. Ihr müsst da nicht immer alles doppelt gemoppelt senden, wenn es wirklich gleich ist, wenn die Anfrage gleich ist wie die Woche davor, dann sendet mir nur immer am Freitag quasi ein Hashtag Team Osulu, dann weiß ich, okay, Osulu, boom, das ist selbe Anfrage wie letzte Woche, scroll hoch und nimm die Anfrage quasi oder nimm die Bilder davon. Und deswegen, das ist für mich ein Indiz. Bei unserem Boy Michi war es jetzt so, er hat ein Hashtag Team Osulu, seine Nachricht und ein Team gesendet. Das war jetzt für mich wie eine neue Anfrage. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob du eine Charakterliste gesendet hast oder nicht, Freunde. Aber in der Zukunft merkt ihr euch bitte, wenn sich am Team nichts geändert hat oder an der Anfrage der letzten Woche nichts geändert hat und ihr wollt, dass ich dieselbe Anfrage berücksichtige, dann sendet mir am Freitag quasi nur den Hashtag Team Osulu. Ich hoffe, die Nachricht kam an. War ein bisschen länger, als eigentlich zu erklären gibt. Anyway. Aber in dem Fall, mein Freund Michi, hast du nur eine Sache falsch gemacht. Du hast den falschen Leader genommen. Du nimmst hier LRVG2Blue als Leader, denn er ist ein Super-Type-Leader. Er gibt dann deinen ganzen Super-Charakteren. Keep plus 3, 70% auf alles. Außerhalb davon hast du aber wirklich gute Leader. Du hast einen Dream of Gods Leader, Uigoku, Super-Int-Leader, Gogeta, Fusion-Leader, FIFA Gogeta, LRGon ist mit am Start, ist auch ein Int-Leader natürlich. LR Super Saiyan 3 Goku ist ein Tech-Leader. Heißt, du müsstest mal in der Charakterliste sehen, ob du mit den Leader auch was anfangen kannst. Aber in dem Setup quasi nur eins ändern. Punkte, ja, also die Anfrage ist ja dieses Team, das sind eigentlich 0 Punkte, weil der Leader falsch ist, aber natürlich gehe ich dann her und gebe euch die Tipps dazu. Also Punkte will ich jetzt nicht geben, sag ich mal, aber da musst du nur quasi in dem Setup LR VG2Blue als Leader nehmen, mein Freund. Genau, dann machen wir weiter mit dem nächsten Team, und zwar das nächste Team ist von unserem Boy Sama, lieben Dank fürs Einsenden. Boom, und zwar hat er uns das geschrieben. Yes, Hashtag Team Osulu. Kannst du was ändern in Dream of Gods? In deinem Dream of Gods Team. In deinem, ja. PS, feier dich, mach weiter so. Dankeschön, was geht ab? Dann gucken wir uns das Team mal hier an der Stelle an. Wir haben hier ein Dream of Gods Team. Sieht folgendermaßen aus. Bam. Und zwar haben wir Uigoku als Leader, ganz klar. Alle Charaktere gehören in der Kategorie, sehen Leader Skill an. Yeah, das tun sie. Wir haben 100% wie dieses Blue, nice. Da haben wir schon mal hier 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, Max Awake 8 von 10 Punkten. Alles klar, dann gucken wir uns mal die Charakterliste an der Stelle an. Und zwar sind wir auf der japanischen Version. Ich sag mal eines vorweg. Uigoku und Tech Vegito Blue kannst du auf jeden Fall in einer Rotation halten und spielen. Die machen auf jeden Fall ihren Job gut. Eine andere Rotation könnte aussehen, Evolution Vegeta mit Super Saiyan Goku zum Beispiel. Das funktioniert auch solide, aber sobald Super Saiyan Goku sich zum Super Saiyan 3 transformiert, verliert er Prepare for Battle. Da könntest du ein bisschen Key-Probleme haben, aber das werden wir dann decken durch die Rotationscharaktere. Denn ich sage eines, Strength God, gut, lassen wir auf jeden Fall im Team. Der kann rein und raus rotieren, der hat die nötigen Link-Skills, die Rotation brauchen. An der Stelle hätte dann Evo Vegeta trotzdem noch kein Prepare for Battle, weil Strength Goku kein Prepare for Battle hat. Aber ich würde Captain Goku raus tun und Toppo als Supporter mitnehmen. Und dann hätten wir einen Rotationscharakter, der individuell stark ist mit Strength Goku, der für Link-Skills sorgt, sei es der First Awakening für Uigoku, Warrior God zu Vegeta und. Aber der macht dann quasi nicht so einen wirklichen Support-Aspekt. Diesen Support-Aspekt wäre dann cool, wenn es der zweite Rotationscharakter mit rein, also mitnimmt. Also statt Captain Goku Blue,
tust du bitte Toppo rein. Der ist ein guter Supporter für das Stream of Gods Team. Der hätte dann auch zum Beispiel Turn of Power für Evo Vegeta ab der Stufe, wenn Goku hier, wenn unser Boy Goku Prepare for Battle verliert. Oder natürlich, wenn Goku Prepare for Battle verliert, dann kannst du auch die Rotation ändern. Dann kannst du euch deinen Friend Ui Goku mit Evo Vegeta lassen und den Boy Goku mit Tech Vegeta Blue oder Ui Goku, weil wenn er ab dem Goku-Status, der transformierte Goku, wenn er Goku wird, dann hat er noch Warrior Gods zum Beispiel, Owen Flash behält der. Das wäre ein guter Partner für Attack Vegeta Blue. Lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. In dem Team ändern wir quasi nur Kalk Goku Blue. Kalk Goku Blue tust du raus und tust Top als Supporter rein. Und dann passt das Team hier auf jeden Fall an der Stelle. Alright, da sind schon Vegeta mit seinem Blick. Er sagt uns, wir müssen zum nächsten Team. Und zwar packen wir dann auch immer das nächste Team direkt aus. Wir haben nämlich das Team von unser Boy Timmy. Timmy! Timmy, 355, lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osuru, ich wollte ihr fragen, ob dieser Freezer, ob dieses Freezer-Clan-Team gut ist. Okay, Freezer-Clan-Team, nice. Universe Most Melamind Most Clan Kategorie, whatever. Und zwar Freezer-Clan, versteht jeder sicherlich. Den neuen Cooler als Leader, ganz klar im El Cooler. Alle Charaktere gehören dem Leader-Skill an. Ja, Talis ist zwar kein Freezer-Clan-Mitglied, Logo, aber er bekommt den Extreme Agile Boost, Key plus 3, 90% auf jeden Attribut. Und Talis lässt sich auf jeden Fall drin als Rotationscharakter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein sehr guter Supporter, Freunde. Und außerhalb davon passt das Team. 6 von 10 Punkten. Alle gehören zu Leader Skill. Alle sind Max Level, Max Awaked. Haben wir an der Stelle 8 von 10 Punkten. Das sieht schon mal sehr spicy aus, das Team. Physisch cooler mit Strength Final Form Freezer in einer Rotation. Teilen sich 6 Link Skill. Mel cooler mit erste Form Freezer in einer Rotation. Funktioniert auch sehr, sehr nice. Talis als Supportcharakter. Und eventuell könnten wir hier diesen Metal Cooler ändern. Vielleicht fragt ihr euch, warte mal, warum ist der drin? Der heißt doch auch Metal Cooler. Ja, diese Metal Cooler sind die Free-to-Play-Varianten und die haben in ihrem Namenszusatz nochmal in den Klammern etwas. Zum Beispiel der heißt, glaube ich, Metal Cooler in Klammern Int oder in Klammern Lila, irgendwie sowas. Und deswegen kann man die benutzen. Alright, gucken wir uns die Charakterliste an. Das ist die Most Melvin Clan und da hast du wirklich schon aus dem Freezer-Clan die besten Charaktere genommen. Man hätte nur zum Beispiel den Final Form Freezer, der ist gar nicht mal so schlecht. Problem an dem ist, um auf seine volle Passive zu kommen, das ist by the way... Ah, stopp, das ist Angel Freezer? Angel GT? Ne, das ist Final Form Freezer GT. Der sollte GT-Namenszusatz haben. Deswegen könnte man den noch mit ins Team reinnehmen. Ja, doch, das kann man. Bin ich mir ganz sicher an der Stelle, weil der ist der von GT. Problem ist, warum ich den nicht mitgenommen habe oder berücksichtigt habe, werdet ihr gleich sehen. Um seine volle Passive zu aktivieren, muss der Gegner gesealt sein. Und wir haben keinen Sealer im Team, ja. Und deswegen, mit Items könnt ihr es natürlich sehen, aber so von dem Team heraus habe ich den jetzt mal nicht mitgenommen. Agile-Charakter hat er auch mit reingesendet, Extreme Agile, sehr gut, auf jeden Fall an der Stelle. Aber wie gesagt, vielleicht könnten wir den Int-Metal-Cooler ändern, und zwar habe ich voll den Graphen erstellt. Metal-Cooler lassen wir ganz klar in der Rotation mit dem ersten vom Freezer, wir haben natürlich auch noch einen Friend-Metal-Cooler. Aber ja, ich würde die Rotation so halten. Also ohne den Friend immer rein und raus rotieren, dann haben wir mehr Vielfalt. Zumal wir dann in der Rotation hier mit Cooler und Final Form Freezer 6 Linkskills haben. Die sind wirklich sehr solide gedeckt, machen sehr gut Schaden. Mit Metal Cooler und Erst Form Freezer haben wir 4 Linkskills. Das ist auch sehr solide. Und Talis, wie gesagt, als Supporter. Jetzt habe ich hier 2 Alternativen hingeklatscht. Wie gesagt, wieso würde ich diesen Int-Metal Cooler nicht mitnehmen? Diese Metal Cooler an sich sind gar nicht mal so schlecht. Alle bekommen, egal welcher Typus, pro Freezer Clan. Kategorie Charakter im Team 15% auf Angriff und Verteidigung, Maximum 80% und dazu hat dann noch jeder einen Zusatz. Dieser Cooler hier hielt sich um 5% at Start of Turn. Wir haben schon gute Healer, sei es dieser Metal Cooler am Ende der Runde oder dieser Freezer am Anfang der Runde. Heißt, auf einen Healer würde ich verzichten. Deswegen habe ich jemanden, wenn du an sich auf so einen Free-to-Play Metal Cooler verzichten willst, könntest du deinen Golden Freezer mit reinnehmen. Das ist ein guter Tank als Rotationscharakter, so ist es nicht. Aber ich wäre eher der Freund dafür oder würde dir empfehlen, hol dir diesen Strength Metal Cooler und erfahre mit dir auf SE10, Awake ihn, warum ihn und nicht die anderen. Weil der, wie gesagt, dieser erste Teil ist bei allen gleich, dass sie bis zu Attack und F 80% kommen. Aber der gibt dann noch durch seinen zweiten Teil für jeden Verbündeten im Team 15% auf Angriff und Verteidigung. Und das ist ein guter Zusatz, weil Key brauchen die Rotationen nicht, meiner Meinung nach. Die sind gut gedeckt, selbstständig durch die Linkskills, aber auch dann auch durch Talis. Da gibt der Key plus 3 Attack 40%. Deswegen würde ich dir den Strength empfehlen von dem Free-to-Play Metal Cooler, weil der gibt dann noch zusätzlich Attack und F 15%. Der Tech von dem Metal Cooler, der hat einen Debuff auf die Gegner für 2 Runden, den er angreift. Debuff brauchst du nicht unbedingt. Metal Cooler hat auf seine Esse einen Debuff, Talis in seine Passive zum Beispiel und so und so fort. Der physische hielt sich um 15% am Schaden, den er macht. Wie gesagt, noch einen Healer brauchst du nicht.
AGL gibt Ki, Ki plus Psy, Ki plus Psy brauchen wir auch nicht wirklich. Der Int, wie gesagt, hielt sich als Start of Turn, Heal brauchen wir auch nicht. Und deswegen blieb der letzte in der Auswahl der Strength. Also den Strength könnte ich empfehlen. Aber wenn du dann auch einen Tank haben willst, kannst du auf jeden Fall einen Tank spielen. Wie gesagt, mit dem Int hast du aber auch nichts falsch gemacht, mein Freund. Ich würde einfach nur, weil wir schon genügend Heal haben, den Strength mit reinnehmen, der noch einen Angriff- und Verteidigungsboost gibt, wenn er in die Rotation reinkommt. Freunde, so viel zum heutigen Team-Rating-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.